Und damit hallo und herzlich willkommen zu Mirror's Edge. Ja, Mann, das war hektisch im letzten Part und es wird wahrscheinlich wieder hektisch werden, weil wir sollen jetzt in ein Gebäude von irgendeinem Sicherheitsunternehmen rein. Und das, ja, könnte jetzt heftig werden. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Ich würde sagen, erstmal... Darf ich hier nicht kaputt machen? Okay. Ich wollte eigentlich den direkten Weg nehmen, aber Spiel sagt nein. Spiel sagt, ich darf nicht. Mano. Dann gehe ich halt hier hoch. Okay. Da ist eine offene Tür. Oh, okay. Aber erstmal gucke ich, ob da unten ein Ding ist. Ein Koffer. Kein Koffer? Nee, kein Koffer. Dann halt nicht. Hätte ja sein können. Und hoch kann ich ja nicht. Also geht's da rüber. Und erstmal direkt innerhalb der ersten 2 Minuten schon mal sterben. Kann man ja mal machen. Oh mein Gott, ey. Dieses Spiel ist nicht gerade einfach. Aber das ist echt schön. Weil viele von den neueren Spielen sind ja gerne mal ein wenig zu einfach gehalten. Okay, da habe ich mich nochmal gerettet. Kann ich mich da dran festhalten? Ja. Okay. Genau da drauf wollte ich nämlich. Vorsichtig. Mit dem dämlichen Hundesymbol. Okay. Ich glaube, ich will da drüben hin. Und ich glaube, ich will dann darüber jumpen. Vielleicht so schräg. Ich wollte nicht runter, verdammt nochmal hier. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich jetzt da wieder hochkommen? Am besten gar nicht, was? Ach doch, da hinten. Ah, vielleicht musste ich sogar runter. Zack. Und gegrabt. Naja. Schön die Rohre hier bekrapschen. Und dran hoch. Latschen? Ja, latschen nicht wirklich. Ja, kann ich dann ein Stück nach rechts nehmen? Flupp! Und hoch! Und rennen. So wie es ein One nun mal macht. Und! Ja! So. Oh, da sehe ich auch schon die Leiter für uns. Ach, ist ja nett. Haben sie uns gleich eine Leiter parat gestellt. Ist doch nett von denen. Ist doch. Sind doch ganz nette Leute. Die Frage ist jetzt... Ich hab eine Idee. Zack, zack, zack. Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Zack, zack, zack. Zack. Und hier hoch. Und dann vielleicht hier hoch. Achtung, Sie könnten... Na, sie haben anscheinend schon. Was auch immer du sagen wolltest. Aber ich würde mich gerne hier runterhängen. Ich nicht halt nicht runter, dann gehe ich halt hinten einfach wieder rauf. Und rein! Nicht da hoch? Na also, doch da hoch. Hm. What the fuck? Okay, so nicht. Meine Güte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so klappen müsste. Wenn ich den Walljump richtig erwischen würde. Walljump? Wall One? Nicht Walljump. Das Jumpen kommt erst später. Und zwar jetzt. Und hier durch. So. Da kann ich nicht zufällig drumherum. Nee. Ja, ich kann hier entlang.
Upsi. Darf ich da wieder rauf, bitte? Ja. Und drüber. Aber wieso ist das Signal weg zum Geier? Die wissen doch schon längst, dass wir kommen. Hier ist keine verdächtige Gesichter. Kann ich hier irgendwie... Ich kann nicht zoomen, oder was? Da muss doch irgendwie ein Zoom möglich sein. Steuerung... Zoom... F? Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was das am Controller ist, aber... Okay. Kann ich auch. Oh. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Da unten. Das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Ja, los, schießt nochmal. Da unten. Danke, dass ihr euch so schön verratet. Mann! Ist das noch einer, der Stress will? Ja? Nein? Vielleicht? Gut. Dann können wir ja wieder zum Klettern übergehen. Na toll. Ich wollte da ranspringen. Wo soll ich übergehen? Okay. Ich dachte, da war ein Seilquert zugespannt. Ach, das war da unten, das Seil. Okay. Aber letztendlich soll ich, glaube ich, das hier nehmen. Okay. Oder ich sollte das hier nehmen. Aber dann gibt es wahrscheinlich hier einen Alternativweg. Wenn ich hier runtergehe. Zurück komme ich ja jetzt nimmer. Wartet mal, ich gehe mal hier runter. Ja, da gibt's eine Tür. Okay. Wäre das auch geklärt? Okay. Gut, 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 gut. Ich würde gern hier hoch. Lässt mich da nicht hoch. Dann gehe ich halt hier hoch. Mann, oh Mann, Mann. Nehme ich halt Alternativrouten. Ist okay. Solange an sowas gedacht wurde, alles schön, alles chillig. Hm? Ich weiß nicht. Ich glaube kaum, dass ich durch eine der Türen durchkomme, aber... Nee. Nee. Ich muss da irgendwie hoch. Ich glaube kaum, dass ich das hier kann, nee. Wieso hat denn das jetzt geklappt? Stand ich da höher als drüben oder wie? Egal, Hauptsache es hat geklappt. Okay. Ich wundere mich zwar immer noch ein bisschen, aber... Hauptsache... Mark Schubert möchte sich bitte im Büro des Supervisors melden. Mark Schubert, bitte. Vielen Dank. Boah, hat mich das erschrocken, diese Ansage hier. Verdammt. War das richtig so? Firehawk. Monster. Irgendwas mit Fire. Irgendwas mit Feuer. Aber wir haben hier kein Feuer. Und wir wollen hier auch keins haben. Oh. Wow! Bewegung, Bewegung! Ja, kommt her. Ich will einen von euch entwaffnen. Kommt her. Ja? Kommt da einer? Nee.
Der ist immer noch da oben, okay? Und wenn ich jetzt einfach hier lang gehe. Verdammt, ich bin jetzt mitten drin. Verdammt, wieso habe ich das getan? Also theoretisch müsste ich jetzt hier einen Gepäck entwaffnen können. Und den anderen zu erschießen. Kam das nicht da raus? Das kam doch da raus. Ich sehe ihn aber nicht. Kam das. Ach, das kam von hinter mir, okay. Richtig, richtig. Dich natürlich auch. Danke, dass ihr mir die Tür geöffnet habt, ihr Idioten. Sieht aus, als wären die PK-Büros irgendwo vor dir. Irgendwo vor mir ist gut. Da rein, okay? Solange ich nicht glätten muss, behalte ich die Waffe mal. Ja? Ich glaube hier entlang. Wobei, wartet mal. Schnapp ich mir mal eine neue. Gib her. So. Wartet mal. Da kann ich nicht aufmachen. Da kann ich nicht rein. Aber hier komme ich rein. Ja? Schön. Und fällt. Na toll. Ja, ich würde sagen, ich schlag mich besser als in den ersten paar Parts. Auch wenn ich teils noch zu voreilig bin. Ziehe gerade eben. Ich hoffe, ich muss die Schießerei nicht neu machen. Das wäre jetzt echt mega ätzend. Könnte das Spiel mal bitte schneller laden? Ich hoffe zumindest mal, dass es... Ah, es lädt. Okay, und ich muss die Schießerei nicht neu machen. Yippie! Wenn ich da nicht rein soll, wo soll ich denn dann hin? Ich warte mal. Soll ich mich etwa umdrehen oder wie? Nee, kann nicht sein. Ach, ich soll warten, bis das Ding weg ist. Ja, oh klar, jetzt kommt es natürlich wieder. Gerade wenn ich abspringen will. Och. Noch läuft's. Noch läuft's. Noch läuft's. Man hört immer noch. Hör auf. Ja. Spring doch ab, Mann! Okay. Dann spring halt nicht ab, Frau. 2, 3, 4, 5. Wieso will die nicht springen? Jetzt muss ich noch mal warten, oder? Ja. Wieder nichts. Gibt's doch nicht. Es will nicht immer abspringen, wie ich will. Ja, und jetzt klappt's wieder nicht. Hä? Was soll ich denn da machen? Hä? Das ist jetzt ganz seltsam. Ich muss da hinten rein, oder? Hm.
Ja, hör mal auf zu schwingen. Nee, muss schon da rein. Jawohl. Okay, okay. Gut. Und einen neuen Checkpoint erreicht. Da warte ich eben nur direkt eine Schüssel. Müsste es da drin hinter der Förderanlage einen Weg geben. Hast du überhaupt die Pläne von dem Gebäude her? Du aller Cheater. Ja, wieso bin ich jetzt hier reingegangen, wenn hier nichts ist? Hier ist nichts. Auch kein Koffer oder so. Firehorse, ne? Ist vielleicht ein Ort, um gleich Deckung zu suchen, wenn ich wahrscheinlich gleich beschossen werde. Ja, besser beschossen als beschissen, ne? Servo dahin. Schnell, bevor sie dich finden, Faith. Ach so, wahrscheinlich. Ja. Sprungflap. Nee. Sprungflap. Komm schon. Die Tür macht sie nicht auf. Ja, oh, toll, da ist ein Schalter, den ich drücken soll, aber zu dem komme ich ja nicht. Es sei denn. Es sagt mir nicht, dass ich. Toll. Irgendwie kommt mir der Aufbau hier bekannt vor. Ja, bevor sie dich finden, ja. Lass mich raten. Wenn ich dann endlich gescheit geschafft hätte, würden sie mich schon finden und ich war wieder zu spät dran. Aber hier bringt mir das doch auch nichts. Hä? Hä? Leute, ich bin überfragt. Ich kann hier nichts machen. Null. Komisch. Es sei denn, es gibt hier noch irgendwo vielleicht einen Schalter, den ich drücken kann. Warte mal, da kann ich her, ne? Ja, da kann ich her. Da ist auch nichts mehr. Seltsam, seltsam. Achso, ich kann hier rüber. Das heißt, wenn ich das gleich gesehen hätte. Oh, ist der Raum gemein. Der dient einfach nur, um dich zu verarschen. Ist das gemein, Mann. Das hier ist auch interessant gemacht, dass ich hier so lang kann. Wahrscheinlich auch muss. Hier vielleicht nicht gerade. Hier. Ah, schaut mal, da geht's höher. Da geht's wahrscheinlich noch höher. Na toll.
würde gerne. Zack! Hier drauf, aber darf ich nicht. Wieso darf ich da nicht drauf? Muss ich von hier aus da. Oh, rüberwandern. Ja, hier bringt mir auch nichts, wenn ich hier bin, oder? Darauf, ja, und dann kann ich hier vielleicht rüber balancieren. Was mir so absolut nichts bringt? Fragezeichen. Tod. Cool. Den Tod hat es mir gebracht. Wenigstens weiß ich so in etwa, wie ich da rangehen muss. Nach dem Plan müsste es da drin hinter der Förderanlage einen Weg geben. So, hier rauf, zack. Probieren wir das Ganze jetzt ein bisschen zu beschleunigen. Und zack. Und zack. Flup, flup, flup. Ja, okay. Machen wir einen auf den hier. Kommen direkt hoch. Hehehe. Und boing. Ach, komm schon. So. Hep. Und schön die Balance halten. Vielleicht geht man hier rüber. Ah, passt mal auf. Schnell, bevor sie dich finden, Faith. Ja, bin dabei. Will ich erstmal hier vielleicht was drücken? Geht ihr vielleicht mal ran? Hier gab's vorhin einen Anbruch! Und ihr Typen lasst ja bauen! Schnelles Angreifen! Ah, das ist wohl ein Witz! Und glaubt ja nicht, dass ich das verschweige! Amateure! Hauptschalter, okay. Und dann komme ich dadurch hier wieder hin. Das bringt mir erst was? Ah, okay, ich muss übers Vorderband. Ist das egal welches? Nicht autorisierte Aktivierung des Stroms im Anlagenbereich. Einheiten 2 und 8, sofort Bereich A2 sicher. Du müsstest dich jetzt der PK-Zentrale nähern. Ja, das hoffe ich auch, dass ich mich der Zentrale näher. Ja, sorry, wie gesagt, ich bin hier manchmal ein bisschen konzentriert. Auch wenn es darum geht, Wege zu finden, wie ihr schon merkt. Wollen Sie lang? Ja, ich würde gerne hier rüber. Ja? Und das bringt mir erst was? Leute, ich habe das Gefühl, dass ich nicht hier rüber sollte. Ja, Rückzug geht's besser, okay. Wenn ich über den Zaun da oben kommen könnte, dazu muss ich diesen Weg entlang kommen. Aha. Aha. Nee, keine Chance. Oh, Moment. Ich vergesse den schönen Wall One. Wie kann ich hier entlang? Was mir was bringt? Nichts? Nee, nichts. Na toll. Außer, dass ich vielleicht so schräg hier drüber kann? Nee. Hä? Das kann, da kann ich nichts aktivieren oder so? Nee. Nee. Komisch. Was soll ich das jetzt machen? Weil darüber ist auch sinnlos. Bringt mir nichts. Da unten hier entlang bringt mir auch nichts. Das ist eine Leiter.
Komme ich an die irgendwie ran? Von oben. Ach so, okay. Alles klar, hab's gefunden. Bei B zeigt mir gerade auch nicht wirklich was Hilfreiches, wie ihr seht. Es zeigt mir nur darunter. Aber okay, hier also die Leiter einfach. So. Schön. Nicht das Gefühl, dass ich hier runter will. Ja, okay. So. Das Gefühl, dass ich hier runter will. So. Nur noch ich das Gefühl, dass ich da runter will. Ah, ich hab das Gefühl, dass ich muss. Ja, hm. Vielleicht über einen netten Sprung in den Tod. Müsste gleich unter dir sein. Ja, ich muss erstmal hoch. Ich muss erstmal wieder hoch. Aber wir kennen den Weg jetzt, das ist schon mal gut. Zack, 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 zack. Und diese Leiter, die man leicht übersehen kann. Das müsst ihr doch zugeben, oder? Die kann man leicht übersehen, die Leiter. Oder ihr habt euch schon alle gefacepawnt. Ah, die sieht man doch. Das kann natürlich auch sein. Aber na gut. So. Und erneut versuchen. Soll ich direkt dran springen oder was? Müsste gleich unter dir sein. Halt. Das ist hier wieder. Warning Action. Zack. Oh. Der hat uns nicht gesehen, ein Glück. Habt ihr den auch gesehen? Da hinten ist er gerade lang gelaufen. Hat uns aber nicht gesehen. So ein Trottel. Sagt der, der die ganze Zeit fällt. Ja, ja, ich weiß. Nö, direkt ranspringen ist auch nichts. Müsste gleich unter dir sein. Ja, ja. Gleich unter dir sein. Das waren sogar drei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Soll ich von hier oben da dahin springen oder was? Kranker Scheiß, ey. Wieso gibt's denn dann die Leiter nach da unten? Ich hab das Gefühl, dass ich rechts dieses Ding nutzen will, diese Plattform. Zack, 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 zack. Ja. Eindeutig habe ich das Gefühl. Ich sollte Faye nur noch springen, wie ich das gerne hätte. Okay. Okay. Muss ich jetzt hier rein? Oh, guck mal, da hat ein White Screen. Hey man, yeah I know, I just don't really give a shit anymore. That asshole has been on my case since... Okay, also hier steht ein richtiger Text drin. Interessant. Könnte vielleicht ein Easter Egg sein. Wer will, der kann sich jetzt hier natürlich pausieren und das genauer lesen. Aber ich will weiter. Ich will sie eigentlich auch lesen, aber ich will es letztlich nicht unnötig in die Länge ziehen. Also, wer es lesen will, einfach kurz pausieren und selber gucken. Nicht wahr? Es scheint kein wirklicher Blindtext zu sein, aber wahrscheinlich nichts Neues, Relevantes. Ich meine, ich kann es ja selber dann auch pausieren und mir angucken. Na? Wo soll ich nochmal lang? Da kann ich nicht rein. Hm? Kann ich das Ding hier verwenden? Nee. Nee. Kann ich den Computer verwenden? Nein? Nee. Schade.
Ja, okay. Ist das eine Querz- oder eine Querti-Tastatur? Gibt wichtigere Fragen. Was da? Oh, da ist ein Schalter. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Und die ist zerquetschen lassen. Oh. Okay. Okay. Oder natürlich auch einfach drunter durch. Okay. Oh. Erschreckt mich halt automatische Tür, ey. Immer dem Hundekopf nach, ne? Könnte auch eine Falle sein. Oh Mann. Da wirst du doch verrückt, wenn du in so einem Laden schaust, in so einem Gebäude. Alles so weiß und... Nee. Na siehst, da kannst du nicht auf beiden Seiten sein. Da geht es jetzt auch mal auf die andere Seite. Oh mein Gott. Bin mal gespannt, ob man den Typ, der uns ständig Instruktionen gibt, irgendwann noch checkt. Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Ob man den irgendwann noch im Spiel selber sieht. Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie hier denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Wir. Merk, hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Wieso? Dieses Training, Merk. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger, sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner. Alles okay da oben? Ruhig wie im Grab, nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Das ist der. Er? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deck eines Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Faith, du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwen zu sein, also mach, dass du da rauskommst. Okay, ich würde sagen, ich gebe mein Bestes. Der Funk flippt aus, die Cops haben dich entdeckt, nichts wie raus. Verflucht! Das Übliche, ne? Erst irgendwo rein, um dann wieder rauszukommen. Wow! Ja, komm. Ja, okay. Oh mein Gott. Wow, was sind denn das für komische Akrobaten, ey? Wahnsinn, ey, da darf man sich keinen Fehler erlauben. Das heißt, ist man dran. Ich frag mich nur, wo ich hinrennen soll. Verdammt. Lass mich hier rauf. Okay. Alter! Ihr Arschlöcher! Und tot. Ich bring mich lieber selber um, als mich von euch Idioten umbringen zu lassen. Ja, hahaha. Und das ist denn ihr Trainingsgelände, okay. Das ist natürlich interessant, aber die haben jetzt natürlich Heimvorteil. Die kennen das nicht. Sie kennen es. Ich will hier gern hoch. Oh Mann. Ach, da hätte ich auch einfach eine Leiter nehmen können, okay. Ich will gar nicht wissen, was hinter mir ist. Um Gottes Willen. We are family. Schön, okay. Gell? Was soll dieser ganze Stress? Was soll dieses Gezanke? Wir sind doch alle eine große Familie. Oh mein Gott. Na, wann geht der Aufzug wieder auf? Was wird mich erwarten?
Ehrlich gesagt ist mir das nie so recht mit den Aufzügen. Oh mein Gott! Ja, danke, dass du es auch mal eintrittst. Ich will hier rauf. Oh mein Gott, die sind mir voll auf den Fersen. Verdammt. Leg dich nicht mit denen an, lauf! Ja, ich lauf ja schon, ich weiß nur nicht wohin. Ach, da lang. Okay. Ja. Tot. Verdammt. Wo ist echt das denn an, dass ich hier lang kann? Okay. Wenigstens habe ich jetzt meine. Lass mich raten, die springen jetzt gleich hier rüber und bringen mich um. Oder sie schießen. Wow. Wow, was habt ihr für lustige Dinger? Wie gesagt, ich bringe mich um, bevor ihr mich umbringt. Ich habe keine Schüsse gehört. Was sind das für Freaks? Voll die Freakshow hier. Ha, die sind da so oben sogar gerade rüber gesprungen. Über die Dächer. Vor dir sind Bahngleise. Das könnte ein Weg raus sein. Okay. Dann nehmen wir die Bahngleise. Wenn ich eine Ahnung habe, wo ich hin soll, dann kann das vielleicht auch funktionieren. Ich habe das Seil zu spät entdeckt, dass ich da ranspringen soll. Oder soll ich da ranspringen? Ist das etwa nur eine Alternativroute? Ja, es ist eine Alternativroute, denke ich. Ja, ich wüsste erstmal gern, wie ich da hinkommen soll. Verdammt! Ach, da! Da! Ach, lass dich mit! Okay, sowas schon wieder. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich direkt drauf springe, könnte es wahrscheinlich funktionieren. Bist du arrangieren? Lass dich mitnehmen. Ich springe jetzt einfach mal direkt. Gute Arbeit. Ich werde versuchen, die Infos über Icarus zu verbreiten. Ich muss die anderen Runner warnen. Tu das. Ich nehme diesen Kerl mal vor. Leute. Aber wieso verfolgen die Runner auf einmal? Oder wollten sie die schon immer verfolgen und konnten es einfach nicht und deswegen trainieren sie es natürlich, ne? Kann natürlich auch sein. Aber wieso? Wir tun doch nichts Verbotenes. Wir rennen doch nur. Aber bitte, stürm da nicht einfach rein, Kleine. Das ist Popes Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Ja, das wäre mir auch lieber, einen Weg heimlich reinzukommen, aber... Was soll der Mist? Ja. Es sind einige Formalitäten zu erledigen, dann können... Aber für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Ja, was könntest du blinder Passagier spielen, Faye? Schnell, bevor er weiterfährt. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Mirror's Edge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.